Hallo und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit mir, zu einer weiteren Runde Let's Play Minecraft, Part 156, um genau zu sein. Und ja, wir sind hier letztes Mal stehen geblieben bei unserem Todesser, ja, Symbol, Verzierung. Klingt ein bisschen zu niedlich für ein Todesser-Symbol, wenn man Verzierung sagt irgendwie. Für Mosaik. Ja. Fürs Mosaik des Todesser-Symbols. Und ja, ich finde das Wetter gar nicht mal schlimm. Ich finde die Ausleuchtung hier schön. Und ja, ich würde sagen, wir machen hier ganz gediegen weiter. Haben wir jetzt im Grunde genommen keine Möglichkeit mehr, groß was falsch zu machen eigentlich. Wir haben ja soweit hier das alles umrandet gehabt. Das heißt, alles, was wir jetzt freilegen auf dieser Seite, wird schwarz. Punkt. Ja, also das ist jetzt recht schlicht. Für mich auch ganz gut, weil ich muss nicht mehr so doll aufpassen. Jo. Ein bisschen natürlich immer noch schön aufpassen, weil wenn wir jetzt das Falsche abbauen, dann fällt natürlich das andere nach unten. Und ich verpeile, welches Material wir da hätten nehmen müssen. Also sehe ich mich von Anfang an so gut vor, es geht. War das jetzt auch so? Nee, das gehört so. Das ist davor. Ja, ich verpeile es trotzdem. Obwohl das jetzt eigentlich so gut wie idiotensicher ist. Aber okay. So, das war immer noch schwarz. Also kommt das alles auch schwarz. Schlicht und ergreifend. So. Wunderbar. Das auch erlitt. So. Das auch. Schön. Glänzt sogar. Ein bisschen. Sieht schon sehr gut aus hier. Kommt jetzt schon mehr Tiefe hinzu. Ich überlege gerade. Das, was man jetzt macht, das außenrum schwarz. Man hätte ja auch hier mit Grau noch Akzent setzen können und dann weiß, aber wir machen erstmal weiter und machen das so, wie ich es jetzt ursprünglich gedacht hatte. Und über die Details kann man sich später noch einen Kopf machen und vielleicht Akzente setzen. Aber jetzt haben wir die Zeit auch dafür nicht. Ich möchte dafür damit auch fertig werden irgendwann und nicht jetzt 20 Parts mich nur damit beschäftigen. Aber ich habe schon die Befürchtung, dass das in die Richtung geht. Aber das will ich gar nicht tatsächlich. So, sich grundlegend damit zu beschäftigen, alles schön und gut. Aber irgendwann muss man auch mal fertig werden. Gut, das hier kommt, würde ich sagen, alles schwarz. Und das nicht. So. Wie sieht das aus? Ganz gut eigentlich. Ich glaube, der gehörte gar nicht so. Es ist doch gar nicht so einfach, weil man ganz schnell verplant, was was ist.
Das ist, wäre nicht schlimm, wenn das Material hier unten nicht runterfällt. Gravel meine ich natürlich, ne? Naja, das kann man später ja noch vergleichen. So, das passt. Zur Not machen wir einfach Reihe für Reihe und bleiben dabei. Dann weiß ich wenigstens, dass das korrekt ist. So. Einmal alles zu, bitte. Gut. 1, 2, 3. So, schwarz haben wir gleich ausgetauscht. Finde ich gut. Ist natürlich noch längst nicht fertig. Aber immerhin. Geht doch recht zügig. Bin mal gespannt, wie lange das dauert nachher auf Cam, wenn wir die andere Seite machen. Und wirklich Block für Block setzen und tauschen direkt. Bin ich echt gespannt. Ich weiß noch, wie das hier war auf der Seite, auf Cam. Das ging auf jeden Fall nicht so schnell. Wie, zumindest nicht so schnell, wie es für mich am schönsten gewesen wäre. So, aber ist manchmal so, ne? Da machst du nix. So. Das noch. Es wäre ganz cool, wenn wir vielleicht die eine Seite komplett fertig kriegen würden noch in diesem Video. Was ich zwar nicht ganz glaube. Haben wir schon über die Hälfte fast wieder rum. Aber vielleicht haben wir Glück. So. Wie viel haben wir davon noch? Ach, reichlich. Schwarz haben wir noch. So. Hier hinten noch ein bisschen. Ja, ist lange her, dass wir so ein großes Loch hier im Boden hatten, ne? Das ist sehr lange her. Ja. Das wollen wir auch noch ändern. Alles schwarz. Ja, das ist okay. Hier sind noch ein paar einzelne Blöcke, die sich noch dazwischen geschlichen haben. Okay. Und das stimmt auch noch nicht so ganz hier. Waren wir zwar schon bei, aber noch nicht ganz richtig. So. Besser. Wunderschön. Gut. Wie sieht das aus? Oh, schön kräftige Farben jetzt. Sehr schön. So, dann bin ich mal gespannt, wie es gleich aussieht, wenn wir das alles durch Weiß ersetzen. Damit wir wissen, dass das so bleibt, werde ich das hier mit Sandstone umkreisen und ausfüllen. Ansonsten vergesse ich, dass das so bleiben muss. Und füll das mit aus. Ich kenne mich. So. Das einfach zu markieren, dass wir das wissen. So.
kommt das auch direkt weg. Aber weiß. Wenn das mal kein Kontrast ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Jetzt bin ich gespannt, wie das gleich wirkt. Ich mach mal die Minimap aus, damit man mal ein bisschen Spannung behält, wie das nachher wirkt. Also wenn ich hier nicht ab und zu, wenn ich ab und zu hier mal nicht reden sollte, nimm das nicht böse, Leute. Aber es klingt zwar doof, aber selbst das hier erfordert gut Konzentration. Meine zumindest. Ich möchte das ja ordentlich machen. So. Reicht das überhaupt? Das Weiß, um das hier noch zu machen? Ich weiß es gar nicht. Alles weg. Alles weg. So. Ich bin sowieso noch los müssen und ein bisschen neu Ressourcen sammeln, weil so viele haben wir davon auch nicht. Da kommen wir auf jeden Fall nicht mit lang. Hinten und vorne nicht. Das reicht, wenn Glück hier ist, für dieses untere Stück des Bildes. Also dieses Mosaik, nenne ich das mal. Das verbraucht nachher bestimmt. Ja. Knapp 2000 Blöcke je Farbe. Also da steckt schon wieder ganz schön was an Arbeit denn drin. Aber dafür lohnt sich das denn auch. Sieht schön aus nachher. Und darum geht's doch. Letztendlich. Dass das nachher wieder schön aussieht. Und dass man sich das gerne anguckt, vor allem. Ja, weil was gibt Schlimmeres? Man macht sich hier Mühe. Baut hier sonst was wie lange dran rum. Dafür, dass einem das nachher nicht gefällt. Und man den ganzen Kram nachher wieder abreißt. Alles schon gewesen. Dementsprechend bin ich ganz froh, dass mir das bis jetzt alles super gefällt. Und, ja. Können wir ja gleich von innen nochmal reinspringen und den Sandstone wieder aufheben. Weil das war ein bisschen zu viel Arbeit damals, den zu farmen, als dass ich ihn jetzt hier wegschmeißen will und liegen lassen will. So. Wunderbar. Gleich haben wir es tatsächlich geschafft. Und den ersten, das erste Viertel fertig. Ach nee, der bleibt so. Der bleibt so. So. Die beiden. Das kommt alles weiß. Na, da muss ich aber noch mal gucken. Ich glaube, das war verkehrt. Naja, gut. Lassen wir mal so im Raum stehen. Kommst du ja schnell durcheinander bei dem Kram. So.
So, das kann weg. Das bleibt. So, sehr ungewöhnlich noch, dass hier auf einmal was auf dem Boden ist. Vor allem, weil man es nicht wahrnimmt, was es ist, wenn man hier rumläuft. Finde ich zumindest. Ich finde, man nimmt das nicht wahr, was es sein soll. Aber ich finde, das macht es auch interessant, wenn man hier so langläuft und denkt so, was ist das denn da? Ja, und dann laufen wir hier lang. Ja, irgendwann laufen wir hier nochmal oben oder haben die Minimap natürlich auf und dann ist das Ganze natürlich ein Spektakel. Das ist interessant. Das ist ein Hingucker. Und das finde ich top. So muss es sein. Ja, kommt. Kommt. Minimap nochmal. Ja, also das ist natürlich schon viel schöner als das. Fällt mir sehr gut. Finde ich gut, dass ich mich dazu entschlossen habe, dass ich hier mal so etwas reinbringen möchte. Werden wir uns mal hier hinstellen und das mal von hier angucken. Ja, also ich denke mal, für Leute, die auf jeden Fall wissen, um was es sich handelt, die erkennen das sofort. Würde ich mal sagen. Ist ja kein Geheimnis. Ja, Leute, das war's auch schon wieder für den Part. Wir sind wieder am Ende angelangt. Und in dem Sinne, seid beim nächsten Part auch gerne wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.